Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Tipps und Tricks Special. Ja, wie es im Titel schon heißt, ist es ein Special. Und es wird, ich schätze, sagen wir mal, um die 20 Minuten gehen. Ich weiß es nicht, ich nehme das ja gerade alles auf erst. Wo ich die meine Lieblingslocations zeige von Just Cause 2, dem wunderbaren Open-World-Spiel von Square Enix und weiß Gott, wer da noch alles mitgearbeitet hat. Ja, und dann noch meine Locations und was man ja alles noch in der Welt so machen kann, weil es also im Prinzip Tipps und Tricks, Mega-Video und so weiter. Und wir sehen uns dann einfach in der ersten Location. Bis dahin. So, und hier befinden wir uns an der ersten Location und das ist nämlich eine Blasenpistole. Die befindet sich, ja, ich weiß nicht, was ihr wieder denkt, die befindet sich hier oben in dem Turm und zwar, ich meine ganz oben hier. Hier, warte mal, wenn man jetzt hier weggeht. Ah! Genau, hier befindet sich die Blasenpistole, die kann man auch, glaube ich, aufsammeln. Genau, wir kommen jetzt einfach so. Eine Blasenpistole, und die probiere ich jetzt einfach mal aus, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, ich bin jetzt hier in der Stadt von Just Cause auf Panau und probiere einfach mal die Pistole aus. Ich habe die selber auch noch nicht, ich habe nämlich hier lauter Locations, aber ich habe die noch nie abgefahren irgendwie offline oder sowas. Ich mache das also gerade wirklich mit euch so dabei. Und jetzt ziehen wir mal auf den hier. Oh, fuck, das ist eine Granate. Ich weiß natürlich sofort, wie das geht. Scheiße. Warte mal, dann. Lol, was? Alter, wie geil ist das denn? Alter, was ist... What the fuck? Leute, ist sie gerade gestolpert? Oh. Kann man damit nicht irgendwie... Ah. Okay, warte mal, ich muss mal eben weg. Ah, Mann, das soll doch nur ein Testvideo sein. Ja, das heißt Testvideo, ein Tipps- und Tricks-Video, Mann. Kann ich eigentlich auch einfach zur Luft... Boah, der Seifenblasenmensch über Panau. Finde ich irgendwie geil. Auf jeden Fall, das war die Seifenblasenpistole und wir sehen uns in der nächsten Location. Puh. So, und dann sind wir schon bei der nächsten Location. Ich habe übrigens vergessen, auf die Karte zu gehen, ne? Also die erste Location, also ich weiß nicht mehr, die erste Location, die Blasenpistole, die ist natürlich bei Y-Koordinaten, also hier, warte mal, hier seht ihr nämlich die Koordinaten, so, da, ne? Und hier, also überall auf der Karte hat eine Koordinate, ihr wisst, ihr habt schon alles, ich habe schon alles gelernt, Koordinaten zu nehmen, so. Die Blasenpistole befindet sich an der Koordinate 4249 und Y ist 25.990, das ist ungefähr hier oder hier. Warte mal. Hier. Und hier. Irgendwie hier so war das, glaube ich. Hier war der Turm, genau in dem Turm. Ihr könnt das bestimmt alles sowieso schon. Ne? In dem Turm war das. Da oben halt, ne? Das wisst ihr. Und jetzt kommen wir zu dem Berg. Ah, ich sage noch nichts, warte, hier. Wir sehen nämlich hier den Berg mit drei Gesichtern. So steht das bei mir. Das Beste kann man, glaube ich, echt mit dem falschen Beurteil betrachten. Ihr seht es hier, glaube ich, schon. Ich habe es übrigens auch, wie gesagt, alles schwer, sehr blind, ganze Locations. Hier 1, 2 und 3, schwer zu erkennen ist das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, sind die Gegner, ich hoffe mal nicht. Ja. So, hier nochmal von unten, ich weiß nicht, sieht man das von hier aus? Ja, kann man, vielleicht ist ja da irgendwie ein Gesicht irgendwas hier in der Mitte. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, die Berge befinden sich... Hier. Muss glaube ich jetzt nicht erklären, also hier die Koordinaten sind ja 30.000. Nummer 30.000, also hier hat er halt hier an diesem, in dem runden Ding da halt. Was sag ich, das runde Ding, da war ich auch noch nie, warte mal. Ja, ich kann mit dem Fallschirm relativ gut umgehen, mal ausnahmsweise, deshalb, ich habe Just Cause früher viele Stunden gespielt. Jetzt nicht mehr so, weil das Spiel irgendwie, weiß, GTA 5 und so hat halt mein ganzes Leben zerstört. Ach du Scheiße, was denn hier? Ach du Scheiße. Das ist krass. Um es mal... Warte mal, ich gehe mal... Ja. Ich gehe mal eben runter. Alter, was ist das denn? Ja, das gucken wir uns mal eben noch an. Kann man da in der Mitte... Ach. Oh, ich glaube, ich weiß... Oh, ich glaube, ich weiß, was hier ist. Ich glaube, ich weiß, was hier ist. Das hat was mit der Story zu tun. Mehr sage ich das aber nicht. Also, ich kann überall durchgehen, ne? Das ist eigentlich voll der geile Bug. Hat mit der Story was zu tun. Und zwar kann ich dabei einen anderen Fun Fact, beziehungsweise
andere Fun-Location noch dazu klatschen. Allerdings für die Leute, die das Spiel noch spielen wollen. Das ist jetzt ein Spoiler. Ich warte es noch kurz. Also für die, die es jetzt noch weiterspielen wollen, geht einfach eine Minute vor oder sowas. Seht ihr dann am Bild her vom Video, wo ich dann wieder zum nächsten Fakt komme. Auf jeden Fall für die Leute, die das Spiel schon durchgespielt haben, ist der Tempel ja, der wird ja am Schluss zerstört. Ich hoffe, die ganzen anderen Spoiler sind jetzt weg. Paff, voll Idioten. So, der Tempel ist am Schluss hier, der kracht ja ein. Und durch die Glocke kann man zumindest, habe ich im Internet gelesen, kann man den irgendwie wieder zurückholen. Funktioniert ja super. Habe ich eine Granate? Warte mal. Ach, jetzt habe ich keine Sachen. Ich hatte Blasenpistole. Okay. Eigentlich baut sich der Tempel wieder auf. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Aber ich glaube nicht auf meiner Liste. Das war gerade nicht voll dämlich, dass ich das Thema mit reingenommen habe. Weil war eigentlich klar, dass da irgendwie wieder ein Fehl passiert. Auf jeden Fall war das der Tempel, der eingeschossen ist. Und eigentlich habe ich zumindest gelesen, kann man, wenn man auf die Glocke schießt, oder muss man die irgendwie aktivieren oder so? Kann ich mit Doppel... Oh, jetzt fällt die Krankenwagen vorbei. Naja, auf jeden Fall war das wieder mega fähig. Ich würde einmal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Location. Ich bin Krankenwagen. Bis dahin, haut rein. So, und hier sind wir schon an der nächsten Location von Just Cause 2 von Panau. Hier, und zwar ein, wie steht es auf dem Titel, ein Königshotel. Mit drei Türmen. Und ich sage euch kurz die Location. Das ist, wenn ihr das hier aufgedeckt habt, also hier ist auch eine ganze Karte, wunderschön. Ich bin übrigens auch noch gar nicht fertig mit der Story, also, das heißt, mit der Story bin ich schon fertig, aber, ne, ich habe hier noch so ein paar Missionen. Na. ich habe auch noch, egal, es geht gerade um das Spiel, es geht um die Locations hier. Und zwar ist das hier an der Koordinate x3739 und y31572. Ungefähr. Ist vielleicht auch ein bisschen anders. Und dann, seid ihr hier, oder fahren sogar Aufzüge. Wie geil ist das denn? Kann man sich da... Wuhu! Ne, aber das geht, ich fahre mal, wie gesagt, ne, ich sag's immer wieder, das ist einfach blind alles. Deshalb bin ich auch gerade so ein neugieriger Affe. Also ein Affe bin ich ja schon, aber ich bin auch neugierig. Ach, guck mal, hier gibt's so eine Statue, die man zerstören kann. Mein Gott, ist ja voll der Guide hier. Also hier gibt's so eine Statue. Komm, die zerstören wir mal eben. Oh Gott, ich komme hier nicht. Kannst du vergessen, glaube ich. Weil ich glaube, ich habe auch nicht mal mehr Granaten. Naja, auf jeden Fall, es geht auch nicht um zerstören. Hier sind die Hotels. Ich gehe mal auf eine Spitze drauf, einmal, weil wir es können. Warte, ich fahre einfach mal mit dem Aufzug. Einfach als Demonstrationszweck. Warte mal, oder vielleicht ist es ein bisschen... Wir fahren einmal mit dem Aufzug. Und können auch mal alles hier so... Ach, guck mal, da fahren sogar Autos. Ach, krass. Was sind hier? Da kommen wir auch gleich mal nochmal nach. Ach komm ey. Ja, wobei, ich gehe eigentlich relativ schnell. Ich dachte, das dauert jetzt voll lange. Aber krass. Ich bin voll baff. Nein. Oh. So, ach komm ey, hier gibt's sogar, ne, bisschen Geld. Ach, hier gibt's auch eine Mission, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, hier gibt's auch eine Mission. Auf jeden Fall, hier... verdammt, nein. So, hier die drei Königshotelle. So heißt mir das, glaube ich, das Dorf oder so. Hier nochmal 1, 2 und 3. Mein Gott, die Steuerung. Und jetzt kommen wir nochmal eben da unten. Warte mal, kann ich auch... Ich mag irgendwie diese Luftsteuerung. Ich finde, die geht so leicht von der Hand einfach. Weißt du, machst so... Und dann machst du wie so Gangster. Und schwebst dann so... So. Hallo, lieber Motorradfahrer. Ach, das ist ja öde. Ich dachte, da gibt es vorhin so ein Parkhaus oder sowas. Hier auch nicht. Das ist ja blöd. Naja, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Hier, guck mal, das... Hier, ne? Habe ich da schon die Location? Ja, ich glaube, ich habe schon die Location gesagt. Mir liegt noch schön Geld. Ne? Ich habe übrigens noch die Blasenpistole drin. Und jetzt habe ich sogar Sterne dafür bekommen. Egal, wie würde ich sagen, wir sind in der Luxe Location. So, hier sind wir schon wieder. Allerdings noch nicht ganz.
Die nächste Location befindet sich auf der Insel da drüben, noch 5 Kilometer. Ich starte hier, da ich nicht weiß, was die Insel auf uns bereithält. Denn soweit ich mich erinnere, kann das teilweise so dazu führen, dass die Flugzeuge auch abstürzen. Deswegen, und da möchte ich auch so einen schönen Absturz auch gleich in Cam haben. Weil es wird schon wieder dunkler hier, oh nein. Deswegen fliege ich mal ein bisschen flacher, falls wir doch vom Blitz getroffen werden. Und, ne, müssen wir alle, meine Katze dreht gerade wieder durch. Kennen wir ja alle. So, hallo liebes Schiff. Ich glaube, es soll so ein bisschen das Bermuda-Dreieck hier sein. So, ich habe übrigens das Flugzeug hier vom Militärflughafen geholt. Wir gehen mal raus, ne. So, und springen mal ab hier. So, jetzt müssen wir hier eben zu Fuß wieder in der Luft mit dem Fallschirm weiterkommen. Ich sage doch nicht, was es ist, weil ich weiß es selber nicht. Aber auf jeden Fall, die Insel ist mysteriös. Ist auch in der Story ziemlich krass, finde ich. Aber coole Idee, auf jeden Fall. So, war jetzt voll die schönen, voll schön jetzt hier, weißt du. Naja, aber das war wieder Just Cause, ne. Naja. Ist ja auch nicht so schlimm. So, und hier wären wir an der nächsten Location. Ja, die Location ist auch laut meinem Zettel eine Turmskulptur, habe ich es mir auch so aufgeschrieben. Nicht allzu spektakulär, aber erwähnenswert, würde ich sagen. Wir kommen jetzt nicht am besten hoch. Ja, so nicht. Ach guck mal, ist der Leiter, kann man die Berg benutzen. Ja gut, wie heißt der eigentlich? Rico oder sowas, ne? Gibt's auch einen Kowalski? So, und dann habe ich auch immer Optionen. So, auf jeden Fall. Komm, wo ich gerade drauf stehe. Komm ich denn hier bis nach oben? Kann hier nicht die Leitern benutzen? So ein behindertes Stück Scheiße, ey. Oh, oh. Aua. Sonst geht er einfach hoch. Okay, warte. Ich mach das hier mal ein bisschen. Ich gehe das mal ein bisschen schlauer an. Mann. Voll dämlich. So, jetzt sind wir oben hier, mein Gott, wow. Hat sich gerade voll gelohnt. Aber wir sind immer auf dem Turm. Ja, wie gesagt, nichts. Nichts Besonderes, aber erwähnenswert. Ich habe jetzt immer noch meine gelbe Blaspistole, ey. Aber der hat sogar einen Munitionswert, ne? Finde ich voll geil. Auf jeden Fall, wo sich der Turm befindet, trotz alledem, wie gesagt, auf dieser mysteriösen Insel. Und zwar hier, Koordinate 2664 ungefähr jetzt und 3541. Dazu gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Und wir sind jetzt einmal in der nächsten Location. So, und hier sind wir schon an der nächsten Location von Just Cause. Oder Cause, wie auch immer. Und das ist laut meinem Zettel eine Befestigungsanlage mit einem riesigen Turm in der Mitte. Und vier kleinen außen und drei kleinen außen rum. Ne, vier, oder? Hä, da sind noch vier Säulen. Ach, das ist nur eine hässliche Brücke. Okay. Ja, in der Mitte ein fetter Turm, den ich jetzt nicht beklimme, weil ich denke mal, da ist ja nicht viel. Aber trotzdem sehr interessant. Wir können mal so auf den kleinen vielleicht gehen. Kommen auch mal leichter als hoch. Lalala. Ich bin Just Cause. Sieht überhaupt nicht dämlich aus, so, kommen wir hier irgendwie weiter? Ja. Einigermaßen. Ach, guck mal, hier ist eine Treppe, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Lalala. Oh. Oh. Scheiße. Geh weg. Wie kann ich nochmal schlagen? Fuck. Auf jeden Fall, das ist der Turm. Wie komme ich hier hoch? Okay, ich muss hier weg. Auf jeden Fall, das ist der Turm, den ich euch zeigen wollte, aber die lieben Herren hier von Just Cause, die wollen das nicht. Und deswegen hefte ich mich jetzt einfach beleidigt an die Wand und sage, wir sehen uns in der nächsten Location und mache Seifenblasen. Nicht mehr, denn meine Seifenblasen sind leer. Naja, bis zur nächsten Location. Hier sind wir an der nächsten Location von Just Cause 2 und zwar Boom, ein Heißluftballon an der Koordinate, ich sage es euch, 7367 und 16.100.
So, ich weiß nicht, kann man denn auch fliegen? Muss ich mal eben ausprobieren. Auch guck mal, auf jeden Fall liegt hier auch so ein Rüstungstest, glaube ich. Nee, maximale Gesundheit. Kann das Ding auf, kann man ja irgendwie rein. Hä? Wieso kann ich das nicht fliegen? Oh. Okay, mit E kann man das Ding fliegen. Ja, toll. Ach so, der schneidet jetzt wahrscheinlich einfach. What the fuck? Wieso? Okay. Das wird höher, der Ton. Alter, was? What the fuck? Ach, muss ich die Sandsäcke wegmachen? Okay, die Explosion war eigentlich nicht. Ja, aber ich habe in dem Video gesehen, man kann das Ding mir fliegen. Ja, toll. Hä? Und jetzt muss ich die Sandsäcke vielleicht wegballern. Na toll. Naja, Leute, ich würde sagen, das ist vielleicht ein bisschen fail. Kann ich da rein? Nö. Ja, wobei, warte mal, vielleicht kann ich da echt rein. Nö. Okay. Aber ich weiß, dass es irgendwie geht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, Leute, das ist der Heißluftballon. Eine weitere Location. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es mal in die Kommentare. Oder macht ein Video dazu, dann tue ich das auch hochladen und erwähne euch dann da drin. Ne, nicht erwähne ich, tue ich dann in die Beschreibung. Da Videoantworten jetzt nicht mehr gehen. Aber bitte per PN. Oder ihr tut einen Link in die Kommentare, dann können es auch die anderen sehen. Egal, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man das Ding fliegt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall geht. Ich habe es mit einem Video gesehen. Zufällig vorhin. Aber ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall dann zum nächsten Location. Und hier sind wir schon an der nächsten geilen Location mit geiler Musik. Bam, bam. Und zwar The Mile High Club. Ja, ist ein Mile High Club und er ist in der Luft. Ne, wie man hier sieht. Ne, warte, man sieht es nicht so gut. Wobei doch hier an der Insel, man sieht auf jeden Fall, wir sind in der Luft. Ne, hier sieht man auch an diesen Fettdingern. Und da geht geile Party ab. Ich weiß nicht, ob hier Gegner drauf sind. Der steht auf jeden Fall auf dem Tisch. Ach ne, das ist glaube ich extra. Oh, okay, der hat eine Schrotflinte. Warte mal. Muss da mal sein. Oh. Auf jeden Fall, das ist der Mile High Club. Ich erkunde ihn noch eben ganz schnell. Ganz, ganz schnell erkunde ich den noch eben. War einfach nicht so schlau, den hier gleich hier, ne, den Krieg anzuzetteln. Mann, 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 ne. Oh. So, soll man ganz ruhig sein, ja, ey. Auf jeden Fall, das ist der Mile High Club. Ich glaube, hier ist nichts weiter Spannendes. Ich kann ja mal hier hinten hingehen. Ja, warte mal, ist die Fette... Nee, okay. Ja, ich habe den hier schon zu 100% erkundet, deswegen ist das hier auch alles weg hier. Ach, guck mal, warte mal. Lol. Wie geil ist das denn? Kann man jetzt echt von hier... Okay, jetzt weiß man auf jeden Fall, dass ich nicht gelungen habe. Er liegt in der Luft. So, und damit zur nächsten. Wobei, warte mal, immer noch irgendwas.
Oh, okay, das wollte ich gar nicht machen. Ach, verdammt. Ach komm, wer hat denn noch? Ja, ey. Wo ist denn der jetzt? Da hinten. Auf jeden Fall zur nächsten Location. Und hier sind wir schon an der nächsten Location des Just Cause 2 Tipps und Tricks Spezialvideos. Ja, was ist hier ungewöhnlich? Wir drehen uns mal um. Und zwar sehen wir hier einmal, ich fange mal hier hinten. Einmal ein Flugzeugwrack. Und wir gehen um Runden, sind wir mal hier so. Oh, geil, ja, Flugzeugwrack. Und einmal dann hier noch. Man muss mal aus anderen Richtung lesen. Search. Ja, und von wo kennen wir das? Aus Lost natürlich. In die Richtung. Ich frage mich, ob wenn man in die Richtung geht, ob da noch was kommt. Ich gucke jetzt aber mal ein bisschen hier so. Ich weiß das ja nicht. Nee, scheinbar nicht. Ich gehe wieder zurück. Aber guck mal, hier sieht man es aus der Luft, glaube ich. Oder auch nicht. Ah, doch, hier. Search. Ja, auf jeden Fall das aus The Lost oder Lost. Ich weiß nicht genau. Ganz lustiges Gimmick. Und wo das ist, ist natürlich auch wieder hier, ne? Hier am Ende dieser kleinen Insel. Auch wieder auf diesem bösen Planeten-Insel-Ding. 1293, 3645. Das erklärt alles. Zur nächsten Location. So, hier sind wir nun in der nächsten Location. Ein Glück, dass der Schwarzmarkthändler, Flieger, nicht immer die Schnauze voll hat, mich hier durch die Gegend zu fliegen, sonst hätte ich mich den ganzen Scheißweg fahren müssen. Allerdings, dafür sind wir in zwei wundervollen Rampen. Da hinten ist noch eine, glaube ich. Ich war da auf jeden Fall gerade, weil ich da kurz ein bisschen drüber geflogen bin, mit dem Fallschirm. Ja, ist ganz gut, wenn man Standpunkte... Ach, guck mal, da ist auch eine. Oh, da gehen wir einmal mal hin, weil ich ein bisschen was dazu erzähle. Ist ganz gut, wenn man Standpunkte sammeln möchte, Erfahrung, wie auch immer. Und ich habe auch irgendwie gelesen, hier soll es irgendwelche Autos geben. Die habe ich dann irgendwie gesucht. Aber, guck mal, wie viele hier sind, ey. Das sind ja nicht nur drei, das sind ja hier... Da hätten wir, glaube ich, nochmal eine. Krass. Also man kann ja auf jeden Fall ganz lustige Sachen mitmachen. Sachen mitmachen. Und wenn es am Ende des Videos kommt, nochmal mein Favorit. Den ich persönlich am lustigsten finde. Bis jetzt sind eigentlich sogar zwei Sachen, die ich ganz lustig finde. Die man hier in der Welt machen kann. Außerhalb der Missionen. Autos gibt es hier bestimmt irgendwo, aber nicht bei mir. Naja, aber wenn ihr das alles selber noch rausfinden wollt, hier ist es. Dort in den Koordinaten. Also einfach die freie Fläche. Allerdings auch noch, was ihr genau wissen wollt, 8982 auf der X-Koordinate und auf der Y-Koordinate sind das 65.112. So, und damit zur nächsten Location. So, und hier sind wir an der letzten Location und auch eine der geilsten, finde ich. Gar nicht weit weg von unserer Rampenlocation, ich zeige es aber mal davor. Hier waren unsere ganzen Rampen, ich musste auch nicht mal den Schwarzhändler anrufen, ich bin einfach kurz rübergeflogen mit meinem Fallschirm. Und zwar den Koordinaten 10.467 und 30.502. Eines der geilsten Sachen. Und zwar, drehen wir uns um. Und ihr seht schon hier, ein Schiffswrack. Ich weiß nicht, ob das Dorf feindlich oder freundlich gewandt ist zu uns. Deshalb dachte ich, schalte auf dem mal davor, damit ich hier nicht noch davor F10 drücken muss. Das war anstrengend. Aber ich glaube, die sind freundlich. Solange wir jetzt hier keinen Müll machen. Gezockt, Leute. Ich glaube, hier gibt es immer Leute. Hier ist mir so ein Motorrad, falls ihr das... haben. Oh, aber das ist, ich glaube, wenn ich mir das schnappe, ist es böse. Ein Schiffswrack, und zwar, wenn wir auf die Karte gehen, hier ist zwar ein Fluss, allerdings fragt man sich natürlich trotzdem, wie dieses Schiffswrack, um Himmels Willen, dann doch vergleichsweise weit weg von Wasser gekommen ist. Das heißt, es muss früher, muss hier Wasser gewesen sein. Wir erkunden das einfach mal ein bisschen, bevor wir dann zu meinen Lieblingslocations kommen. Denn es waren jetzt, glaube ich, um die 8 bis 10 Locations hier, die ich auf dem schlauen Zettel hab. Okay, hier drin ist anscheinend nichts. Ich sollte mir vielleicht die Location davor wählen, ist auch mal ein bisschen Munition. Das ist ziemlich gut. Guck mal, diese Bubble Gun hier. Tschüss. Ja, auf jeden Fall besser als die Bubble Gun. Auf dem Schiff sind Laternen, okay. Ich frage mich, ob hier noch irgendwelche Wrackteile drumherum sind. Guck mal, das ist hier, da sieht man diese... Oder warte mal, wir gehen mal nach hinten. Vielleicht finden wir da hinten ja was Besseres. Das ist generell, vielleicht kommen wir hier in das Haus rein.
So, komm, lass mal fallen, ja. Ah, lala. Roll, what the fuck? So, hier auf oben liegen Waffenteile. Komm, nehmen wir gleich mal mit hier. Aber weil wir es können. So, guck mal, was sonst... Ah. Was will ich sonst noch so finden? Nichts, anscheinend. Das nichts. Ich finde das krass, ich habe mal gucken kann. Das ist bestimmt der Berg. Achso, nee, gar nicht. Ich dachte, das wäre der Berg da hinten. Der liegt aber hier. Da kann man, glaube ich, auch hingucken. Warte mal, das probiere ich aber eben aus. Nee, haben sie geschickt vertuscht mit, Wolken. Auf jeden Fall, das waren die 10 Locations, die es hier generell gibt. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Und da seid ihr jetzt gefragt, wenn ihr noch eine Location habt, wo ihr sagt, oh mein Gott, der hat das vergessen, das muss unbedingt noch in Nachtragen, das Video rein, sonst bringe ich den Razor um. Schickt sie mir per PN, ganz wichtig, Koordinaten, nicht irgendwie an der Stadt, da links beim Tower, weil ich mir keine Wegbeschreibung, ich möchte Koordinaten, so dass ich auch direkt weiß, einfach wo die Location ist, ohne dass ich da irgendwie in der Wegbeschreibung folgen muss. Wir sind nämlich professionelles Gaming. Razor Games, ne? Und jetzt kommen wir zu den Locations, zu den 2 Locations, die ich persönlich am besten finde. Und nein, es sind keine von den 8 Stück, die wir jetzt hatten. Bis gleich. So, und hier sind wir an einer meiner 2 Top Locations im Spiel. Und zwar ist es einmal der Flughafen, der befindet sich hier. Und zwar dieses Auto hier, das ist, habe ich nicht ergeedet oder sowas, das steht nämlich auch, ich kann es euch sogar ganz genau zeigen, ungefähr hier, da ist nämlich so eine Ausstellungspodest im Prinzip, und da steht das Auto drauf, also im Prinzip wie halt in so ein Einkaufsläden, wo die gerade, oh, ich vorbereite hier schon mal alles, so, dann steigen wir hier ein, ja. Wie aktiviere ich nochmal den Enderhaken? Mit F, genau. Scheiße. Okay, das war wohl Fail fürs Erste. Nein, mein Auto. Achso, ich dachte, das fließt mit dem Flugzeug mit. Ja, und zwar, jetzt müssen wir eben aufs Nächste warten. Mein Gott, das ist auch nicht so schlimm. Ja, ich weiß, es ist doch ziemlich schlimm. Jetzt gleich möchte mich, weil es geht nämlich auf jeden Fall. Guck mal, da ist nämlich schon das Nächste. Muss man nämlich ja nicht lange warten. Das Problem ist gerade nur die Polizei. Aber guck mal, die singt gerade schon wieder. Das ist doch okay. Wir warten aber mal hier. So, ich muss hier ein bisschen mitfahren, sonst funktioniert das nicht. Oh. So, okay, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Sonst funktioniert es nämlich alles nicht. Ah. Oh, oh. Okay, es funktioniert. Er startet. Oh mein Gott. Aus dem Grund liebe ich diese Location, Leute. Und zwar, ihr könnt einfach euer Auto mit einem Flugzeug verbinden. Das ist so krass einfach. Das ist einfach so dämlich. und ihr sammelt werden das noch Standfahrerpunkte. Mal ganz abgesehen davon, dass es aber mega geil ist. Kann ich jetzt auch schön die Handbremse hier bedienen. Man kann auch, wenn das Auto gegebenenfalls gerade ist, genau jetzt zum Beispiel, kann man da rausspringen. Und so kann man einfach mal am Flugzeug hängen. Weißt du, das ist einfach so dämlich. So, und jetzt gleich zeige ich auch noch. Ich muss hier mal eben raus. Genau, das war ich geplant. Jetzt komm, mach hier Fallschirm. So. Jetzt kommt nämlich noch ein Grund, warum ich dieses Spiel einfach so feiere. Aber dafür überspringe ich aber gleich. Wir sehen uns dann aber gleich wieder, ne? So, kleiner Zwischenfakt. Hier ist das Auto, was ich vorhin gemeint habe mit dem schrägen Ding. Das wollte ich nämlich gerade holen, weil ich nämlich gerade zu früh rübergeflogen bin. Ne, machen wir einfach einsteigen. Und dann kann man hier wegfahren. Das hat da volles krasse Handling. Deswegen war das auch vorhin so demoliert. Das lag nicht daran, dass ich so schlecht war. Okay, vielleicht auch ein bisschen daran. Aber gut, auf jeden Fall sehen wir es gleich wieder. So, und jetzt kommt der zweite Grund, warum ich diese Location einfach so abfeiere. Und zwar kann man sich ein Flugzeug schnappen. Das ist ja wahrscheinlich klar, dass das geht. Dann... Stopp, Mann! Ah, steigt wieder aus. Und probiert irgendwie den Typen hier zu töten. Das geht natürlich mit Waffe ein bisschen leichter, aber ich habe jetzt gerade keine.
Ich kann nur mal Leute schlagen. Naja, oder so. So geht das natürlich auch. Wir stellen uns schnell das Auto hier. Und zwar habe ich ja nämlich jetzt die Idee des Lebens. Wir gehen hier hin. Weil das, was wir gerade gemacht haben, geht natürlich auch andersrum. Verbinden die zwei Sachen hier. Seil natürlich mein Ender eigentlich benutzen. Wir haben nämlich nur ein Seil im Prinzip. So, es geht, es geht. Oh, da kommt gleich ein anderes Flugzeug. Und jetzt kann man das Auto echt hinter sich herziehen. Das ist einfach so geil, finde ich. Das ist so dämlich auch im Prinzip. Aber ja, aus diesem Grund liebe ich einfach Open World Spiele, weil du einfach dieses Auto... Du kannst auch ein bisschen durch die Landschaft ziehen, wenn du schlau bist. Wenn du gut bist, meine natürlich. Ja, jetzt peilst du zum Beispiel auf dem Wasser. Also du kannst allerhand Sachen damit machen. Du kannst auch natürlich auch jederzeit abwerfen, ne? OBS, glaube ich, zum Beispiel gemacht habe. Verdammt. Ah, ne, hängt noch dran. Jetzt habe ich es abgeworfen. Haha. Ich kann gleich mal hier drauf gehen. Naja, auf jeden Fall, das war die erste Location, warum ich das Spiel so abfeiere. Jetzt kommen wir zur zweiten. So, und das ist meine zweite Location, warum dieses Spiel einfach so mega geil ist für mich. Und zwar ist das die Rennstrecke hier. Ja, hier die Rennstrecke, ne? Ich komme noch raus. Da, so, hier. Und zwar ist das nicht eine Rennstrecke. Ihr könnt jetzt bei den Autos zujubeln und mitfiebern. Oder ihr sprengt das Ganze einfach. Wortwörtlich jetzt nicht unbedingt, aber ihr wartet mal, bis ein Auto kommt. Ich stehe hier nicht umsonst, ne? Denn man weiß, man kann Sachen miteinander verbinden. Mit dem Enterhaken. Da kommt ein Auto. Und zwar kann man das auch ziemlich lustig machen. Zum Beispiel jetzt das Auto damit verbinden. Dann fällt es hier so lustig nach oben. Oder so. Okay, warte. Oder man macht's. Ach, fuck. Jetzt sind sie natürlich alle wieder weg, aber jetzt kommt schon gleich nochmal ein Auto. Ich gehe mal schon davor zur Brücke. Denn man kann eine Menge Scheiße einmal machen. Das ist, glaube ich, echt kein Geheimnis. Weil dieses Spiel einfach so mega geil ist, finde ich. Es hat zwar nicht so eine geile Story, aber ganz ehrlich, das entschädigt doch alles. Und ich meine, für 10 Euro kann man sich das dann schon noch geben. Da kommt schon wieder ein Auto. Das geht, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn man es so macht. Und vor allem muss man das extrem schnell machen. Und sonst geht gar nichts mehr, ne? Boah, okay. Krass, warte mal, warte mal. Oh, der Yamato spielt gerade Daisy. Oha. Hab ich vergessen jetzt hier, ne? Naja. Mich auf offline zu stellen. Oder auf beschäftigt oder auf... Muss ich einen runterholen oder sonst irgendwas. So, was auch lustig ist, mache ich jetzt gleich. Weil dann gehe ich am besten unter die Brücke. Ich meine, wir sind ja richtige Obdachlose. Weil dann gehe ich aber... Muss ich immer mein Enterhaken. Wir sind ja sehr faul. Und Obdachlose. Da kommt schon das nächste Auto. Wir müssen aber gucken. Das Schild hier. Oder nee, ich verbinde es aber mit dem Boden. Oder man macht es ganz lustig. Finde ich sehr lustig auf jeden Fall. Oder man geht hier drauf und verbindet dann einfach vom Auto aus. Uah. So kann man zum Beispiel dem Auto hier zum Rennen helfen. Oder man macht es natürlich ganz mies. Aber man muss jetzt aber eben warten, bis der da durchgefahren ist. Ich meine, der stört sich auch nicht darüber, dass wir auf der Motorhaube rumtanzen. Warum denn auch, ne? Ich habe jetzt den Verdacht, dass die Autos gescriptet darüber fahren. Weil ich glaube nicht, dass die KI so gut ist in dem Spiel, dass sie in so einer Geschwindigkeit immer die Kurve bekommt. Oh, ich kann mich drehen. Jetzt muss ich aber kurz warten. Da kann eigentlich mal das Schildchen nehmen, oder? Oh. Okay, das war fail. Ma, wie lange ist denn das Ding, Alter? Der war fast hier runtergefahren. Lalala, also wenn ihr auch gute Autos haben wollt, ne, und der Rennstrecke ist natürlich auch ein guter Platz dafür. Allerdings mache ich damit viel lustigere Sachen, anstatt die mir zu klauen, damit durch die Insel zu fahren. Ich meine, das hat das Spiel nicht nötig, so ein Zeug. Hol ich mir Need for Speed für und nicht Just Cause. Und? Huhuhu, ich find's zu geil. Oh, guck mal, jetzt packt der dumm rum. So, guck mal, der... Hat gerade ein paar Probleme mit sich selber. Ich lasse ihn hier einmal mal in Ruhe. Oh, es brennt. Entschuldigung.
Ja, guck mal, der backt da immer noch drum rum. Jetzt ist er weg, okay. Ja, auf jeden Fall, das waren meine Gründe. Meine Kaufgründe zum einen, die Locations von Watch Dogs. Watch Dogs Just Cause, natürlich, mein Gott. Ich kann das Spiel echt nur empfehlen, wenn ihr einfach so ein Typ seid, der einfach die ganze Scheiße erkunden möchte. Es ist aber auch keine Review, ne? Wenn ihr ein Review wollt, geht ihr zu GameStar oder so. Das habe ich auf meinen Tisch gespuckt, ne? Super, egal, auf jeden Fall. War's das? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt circa eineinhalb Stunden. Ja, eineinhalb Stunden trifft es ungefähr. Habe ich jetzt hier rumgedaddelt. Just Cause. Und habe ich ein paar Sachen gezeigt, die man machen kann. Zum Beispiel hier irgendwelche Autos kaputt. Ich hoffe, ihr würdigt das und gebt dem vielleicht einen Daumen nach oben. Das wäre auf jeden Fall sehr sozial. Ah, ich finde es so geil. So, hi. Ich kann mich jetzt auch noch hiermit verbinden. Das geht natürlich alles. Warte mal, wir machen aber mal so. Oder wir machen so. Nein. Ja. So, jetzt hängt er hier. Jetzt kann man hier ein bisschen Pinata spielen. Ich weiß aber nicht, wie man schlagen kann. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt den Daumen hoch. Ich denke mal, das Video geht um die 20 Minuten, vielleicht 15, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Dann, wenn ihr sowas würdet, gebt ihr auch den Daumen nach oben. Mein Gott, dann mache ich vielleicht ein bisschen mehr von diesen Special-Sachen, weil die haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wir sehen uns dann einfach in einem weiteren Video. Tschüss.